Grüß dich. Servus. 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 Seid ihr mit 4 Mann komplett besetzt? 4 Mann sind komplett, ja. Wie lange gibt es euch schon? Das 7. Jahr hat jetzt angefangen. Na, immerhin. Und der Titel, den ihr uns da gleich am Beginn präsentieren wollt, heißt, sag selber. Mein Dirndl brauchst nicht traurig sein. So hätte es nie können. Gut, also. Damit wir es ja nicht vergessen, fangen wir mit der Werbung für die CD an. Stell dir her, damit irgendwas Schönes auch da steht. Und halt dort in die Kamera. Heißt wie eure CD? Ehrlich und echt. Ehrlich und echt. Und wann ist es die erste? Habt ihr schon mehr aufgenommen? Das ist mittlerweile die 4. Ja. CD, was wir gemacht haben. Ja. Und im Mai kommt die neue. Sehr gut. Also die 5. Und das ist jetzt die aktuelle? Das ist die aktuelle. Da ist das Lied drauf, das wir eben gehört haben. Gut. Dankeschön, Claudia. Hat eigentlich dieser Siegeszug der Zillertaler Musikanten mit den Schürzenjägern begonnen oder war vorher auch schon so viel los? Ja, die Schürzenjäger waren eigentlich sicher die Vorreiter und sind nach wie vor noch gern gehört an jedem Gasthaus. Aber wir probieren nicht kopieren, wir probieren unsere eigenen Sachen zu machen. Mhm. Na, das macht ja wohl jede Gruppe. Bei den Schürzenjägern waren es so, wenn die Konzerte gegeben haben, haben sie im zweiten Teil die Instrumente gewechselt, dann war bis Smoke on the Water alles drin. Ist das bei euch auch so? Wir probieren, dass wir die richtige Mischung auszubringen. Wir empfangen natürlich volkstümlich traditionell Zillertalerisch an, aber es soll für jeden natürlich das Richtige am Abend dabei sein. Wir machen auch moderne Musik, aber nicht ganz harte, wir bleiben der deutschen Sprache treu. Mhm. Wenn ihr beide zeigen wollt, was ihr am Instrument los habt, was spielt ihr dann? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, wow, das ist virtuos? Gibt es viel. Na, spielt einmal eins davon an, jetzt haben wir gerade Zeit.
Na weiter, 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 Mittelteil. Jawohl. Ja! Danke schön. Yes. Danke, danke Claudia, damit haben wir die Ballsaison eröffnet. Macht ihr das hauptberuflich oder hat nur jeder seinen Beruf? Nein, nebenbei ist ich mein Arbeiter. Was arbeitest denn du? Ich bin Lagerarbeiter. Sehr gut. Ja. Fährst du mit so einem Hubstapler? Oder? Ja, manchmal ganz verschieden. Einmal so, einmal so. Aha. Ja. Was für ein Lager? Ich bin bei Gast Zinnischberger. Aha. Und du? Banker. Du bist ein Banker? Ja. Mit dir rede ich nichts. Oh ja, natürlich. Das heißt, du arbeitest an so einem Kassenschalter oder was? Ja, genau. Ja, und berätst die Leute? Ich berate die Leute. Ja, was sollen sie im Moment, welche Papiere? Na, sag lieber nicht. Nein. Haben wir sicher nur Ärger. Ich bin Montagetischler. Montagetischler? Ja. Ist das einer, den man anruft und sagt, Herrns, ich komme mit dem nicht zurecht, können Sie mir das zusammenbauen? Nein, wir machen die Möbel selber in der Werkstatt und bauen sie nachher ein. Sehr gut. Und du? Ja, stressig bin Briefträger. Ein Briefträger? Schon in Frühpension oder arbeitest du? Noch nicht. Nein, und habt ihr denn genügend Zeit? Jeder, oder geben euch eure Chefs alle frei, wenn ihr spielen wollt? Oder wie ist das? Ja, das passt eigentlich auch gut. Gott sei Dank haben wir kulante Chefs. Wir spielen ja 100 Mal im Jahr. Und da braucht man kulante Chefs, so wie es hat eigentlich bis jetzt noch. Aber passt und wir hoffen, es bleibt so. Ich glaube, die Internetadresse haben wir noch nicht bekannt gegeben. Das hole ich jetzt gern noch nach. www.zillertal-power.com. Und jetzt würde ich sagen, spitzt es an und zieht es damit aus, wenn es recht ist. Okay. Dankeschön für euren Besuch. Thank you.